Hey Leute, da sind wir wieder in Silent Hill 2. Ich spiele gerade im Anschluss, obwohl ich mega aufgeregt bin, weil ich mir das nicht so heftig vorgestellt hätte im Krankenhaus. Ich habe die Schrotflinte ausgerüstet und wieder Monster hier? Nö, ist sogar mal ruhig geblieben. Sie steht auch gar nicht gruselig hier neben uns. Alles klar. Alles klar. So, dann gehen wir mal noch in den Dayroom, mal gucken, ob wir da überhaupt hin können. Mal gucken. Kaputt. Ganz komische Geräusche hier auch. Ist da sonst noch was? Haben wir denn alles abgeklappert hier? Ja, das heißt, wir könnten eigentlich. Ich habe keine Ahnung, ob der Elevator der Fahrstuhl geht, aber. Ich würde sagen, wir gehen sogar mal jetzt runter wieder, damit wir in den Examination Room kommen. Weil wir da den Schlüssel haben. Weil ich dann weiß, was wir machen können. Ja. Hoffe, das ist jetzt der Flur. Ja, das ist der Flur. Wir können auch noch nach oben. Ich will aber nicht nach oben. Wir wollen nach unten. Kommst du bitte mit? Mädel? Das wäre sehr freundlich. Hoffentlich sind die Krankenschwestern nicht unten. Hoffentlich ist es ein ruhiger Gang geblieben, so wie er gerade eben war. Scheint aber so. Wo ist jetzt dieser Examination-Dingens? Da, direkt neben uns. Also rechts von uns. Nicht hier in den Gang, sondern der hier. Nee. Hä? Ich dachte, der wäre jetzt hier gewesen. Spinne ich? Ach so, hier um die Ecke. Okay, ich muss mal um die Ecke laufen. Hier. Nee. Noch mehr um die Ecke. Der hier. Aber ich habe doch jetzt diesen Schlüssel, dachte ich. Ach, jetzt bin ich zu. Hä? Ach so, Moment mal. Das ist Examining Room 1. Da drüber ist Examination Room. Okay, ich muss einmal eine Runde laufen. Wieder zurück. Da habe ich mich verguckt. Ich dachte, das wäre hier. So, hier müsste das jetzt sein. Ja, ich habe den Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Super, dann geh mal da durch. Mit einer Schrotflinte. Wir schießen auf alles, was sich bewegt. Was ist hier? Oh Gott, Maria, bitte steh da nicht immer so. Du machst mir Angst, Frau. Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen. Nichts wirklich Interessantes. Hier wird es ja wohl aber was geben. Hier ist nix? Oder steht sie da einfach nur nervig? Die Glastür des Regals ist offen. Was? Da, er hat doch gerade was gesagt. Sag es nochmal. Irgendwas mit Akte. Hä? Okay. Wahrscheinlich unwichtige Akten. Gut, dann gehen wir mal durch. Wir sind hier im gruseligen. Sie erschreckt mich immer voll. Schrotpatronen. Schön. Da hängt eine Notiz am Kühlschrank. Nur für Lebensmittel. Keine Medikamente lagern. Und du stehst genau davor. Das Schloss des Schranks ist kaputt. Dritte Etage, Flur im Patientenflügel. 7335. Was? Muss ich mir das jetzt irgendwie merken oder so? Oh, ich schreibe mir das mal lieber auf. Ich habe nämlich keine Lust, hier immer noch mal rumzulaufen. Dritte Etage. Was war das? 7335. Eigentlich hätte ich mir das andere auch noch mal merken müssen mit dieser Schreibmaschine. Nee, lass mal ruhig deine Taschenlampe an. Besser ist. Nix hier auf dem Schreibtisch? Wozu war das denn gut jetzt hier? Verdeckst du da irgendwas oder wie oder wie? Oder wie oder wie? Können wir das denn jetzt von der Seite aufschließen, weil wir jetzt drinne sind? Jetzt ist sie offen. Ja, wir haben sie aufgemacht. Toll. Toll, wir haben die Türen aufgemacht. Hey. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, warum ist hier noch nichts angedingst? Warum können wir hier nirgendwo was sehen, ob wir die Türen, das ist ja, weil ich einmal zwischendurch gestorben bin. Wozu war das jetzt gut, damit wir in die dritte Etage gehen? 7335.
Und warum haben wir dann da keinen Schlüssel oder so? Vielleicht haben wir den ja auch schon, weil ich habe ja Schlüssel und weiß gar nicht, was ich mit denen machen kann. Hier die geradeaus, die habe ich auch noch nicht hier. Vielleicht finden wir da auch noch was Tolles. Monster zum Beispiel. Nee, ist kaputt. Okay. So, und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mal eben speichere. Ich habe nämlich seit dem letzten Part wieder nicht gespeichert. Das heißt, ich drehe mich einmal um. Du beschwerst dich, dass ich dich anrempel. Kann ich ja irgendwo verstehen, aber leider stehst du mir auch immer im Weg. Dafür kann ich ja auch nichts. So. Erledigt. Dann gehen wir jetzt in die dritte Etage, oder? Also ich meine, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass der Fahrstuhl eh nicht geht. Nee, raus will ich nicht. Ich will hier rum. Da lang. Wo ist jetzt nochmal der Flur? Ach, jetzt bin ich ganz falsch gelaufen. Das geht nicht. Laufe ich jetzt hier immer im Kreis? Nee. Bin richtig gelaufen. Oh Gott, ich will nicht in die dritte Etage. Das war so schlimm auf der zweiten. Muss das denn sein? Muss das denn sein? Was ist, wenn Maria stirbt, dann haben wir ein schlechtes Ende, ne? Ich glaube schon. Schrotflinte. Da kommen sie. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals mit einer Schrotflinte in Silent Hill gekämpft habe, aber es ist, ja. Doch, in 1 hatten wir das auch, aber. Oh mein Gott, ich werde mich daran nie gewöhnen, ganz ehrlich. Es gibt nichts Schlimmeres als das hier für mich, glaube ich, vom Grusel. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach alles so krank und schlimm und es ist gruselig und kaputt. Ich habe jetzt bestimmt voll die Muni verballert. Kaputt. Und ich muss mal auf die Karte gucken. Ich weiß überhaupt nicht, wo, was, wie hier ist. Oh, Special Treatment Room, das klingt ja auch total einladend. Voll der Special Raum und so. Abgeschlossen. Das heißt, da wollen wir noch hin. Erinnert mich irgendwie an den Silent Hill Film, wo sie da an diese Klos, in diesen Kloraum, wo diese mehreren nebeneinander sind und dann im letzten ist da dieses Monster. Es war so klar, dass hier offen ist. Oh nein, hier ist ein Code. Wie wär's mit 7335, oder? Es ist, tatsächlich. Das ist der Code. Bitte nicht sterben, James. Ist voll gruselig hier. Scheiße, ich gehe mal einfach. Oh mein Gott, sind das viele Räume. Oh mein Gott, es wird so furchtbar hier. Ich glaube, ich mache mal erstmal alle platt. Oder? Erstmal alle platt machen hier. Warte, die kann ich auch so. Und dann nimmst du auch noch mal so einen.
kommen hier welche von rechts. Na, du hast ja gar keine Waffe in der Hand, du Vollidiot. Oh, mach doch mal was. Weg da, weg da, weg da. Warte, warte, warte. Das, nee, das geht in die Hose hier gerade. Schrotflinte. Das geht hier gerade echt in die Hose so. Scheiße, ich hab doch hier kaum mehr was. Mary, mach keinen Scheiß. Ich hab sie getötet. Oh, ich hab sie getötet. Super. Ich hab Maria getötet. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber sie steht mir immer im Weg. Sie stand vor mir. Dann stirbt doch einfach. Mann. Oh Mann, jetzt muss ich die ganzen Krankenschwestern Tussis, nett ausgedrückt, wieder nochmal töten und wir sehen uns gleich. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt auch zwischenzeitlich nochmal gespeichert. Ich gehe jetzt hier nochmal durch die Tür und mache das ab hier nochmal mit euch. Das wird jetzt wieder echt scheiße hier. Ich glaube, ich nehme aber gleich die Schrotflinte. Obwohl, ich könnte auch die Pistole mal nehmen. Zumindest für dieses komische Beinmonster sollte das am Anfang reichen. Und dann kann ich ja immer noch wechseln. Na komm. Oh. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Sonst nimm mal den Knüppel. Hier das Holzding. Hau doch mal drauf. Bitte tritt drauf. Tritt doch einmal in diesem verfickten Leben drauf, ey. Scheiße. Ja, also geht doch. Komm, dreh dich um. Komm, hau drauf. Ist nur ein Beinmonster. Das schaffen wir. Ja, klasse machst du das. Gott. Tut mir leid, dass ich diese Kraftausdrücke verwende, aber da kommt auch schon der nächste. Komm, den machen wir auch noch. Geht doch. Oh, wie geht's ihm? Blöd geht's ihm. Blöd, aber für die Umstände gut. So, wir nehmen den letzten Raum zuerst. Wir fangen mal richtig gruselig an. Der letzte Raum. Oh, was ist denn hier? Das ist eine Kiste mit ziemlich vielen Codes, wie ich finde. Leider habe ich mir diese eine Zahl, die wir hatten, nicht notiert. Und was mit dem Schlüssel? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also da müssen wir wohl noch mal ran. Okay, müssen wir uns merken. So, gruselige Maria ist auch wieder bei uns. Kaputt. Kaputt. Offen. Ein Gesundheitsdrink und ein Speicherplatz. Das ist ja super. Ja, 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 die nehmen wir natürlich wahr, wenn ich schon mal darf, wenn ich schon mal kann. Ist zwar jetzt doppelt speichern für euch gerade, aber für mich, ja, wie gesagt, kann gar nicht oft genug sein. Ich finde, dafür, dass man sich halt durch den Horror kämpft, darf es einem vergönnt sein, auch mal zu speichern. Na, Süße, hier, du und ich, Bett, nicht? Gut, weiter. Steht das Ding vor der Tür. Kaputt. 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 Kaputt.
Kaputt. Kaputt. Offen. James. Wait a minute. I'm kind of tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. Oh, okay, wir können wieder spielen. James, I want to ask you something. What if you can't find Mary? What do you do? I haven't thought about that. Okay. Ich habe den Schlüssel zum Dach. Das ist ja auch super. Wir können also noch aufs Dach gehen. Ich erinnere mich, dass... Oder ich meine, dass es so ist, dass wir sie jetzt halt hier zurücklassen, was gut ist, weil das heißt, wir müssen nicht die ganze Zeit auf sie aufpassen und dann passiert nicht sowas wie halt gerade eben, dass man aus Versehen auch mit auf sie schießt, obwohl man auf die Monster schießt. Das finde ich gut, dass sie jetzt hier ausruht und man erstmal wieder alleine ist. Aber man bestimmt halt dadurch auch schon wieder das Ende. Man muss schon aufpassen, dass man auch irgendwann sie wieder mitnimmt. Irgendwie so war das, glaube ich. Und ich habe das damals irgendwie nicht geschafft und... Weiß ich nicht, dann ging es direkt weiter und sie war immer noch da und ich dachte, es ist alles okay. Aber darauf muss man halt Acht geben, dass man sie nicht vergisst. I'll be okay soon. Did you find Laura? Nee, ich bin die ganze Zeit mit dir noch weiter im Raum. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns merken, dass sie jetzt halt hier in diesem Raum ist und wir sie nicht vergessen und zurücklassen, weil ich möchte wieder ein... mehr oder weniger positives Ende eigentlich anstreben. Und wir sind jetzt hier, Raum S3 ist sie gut. Und S11, da kann man speichern. S14 war auch offen, da ist diese Kiste. Probieren wir nochmal hier die restlichen Räume. Und dann, würde ich sagen, war es das auch mit dem Stockwerk. Kaputt. Kaputt. Da war jetzt noch was geradeaus irgendwie. Genau, geradeaus und rechts. Das mache ich auch nochmal eben. Bin schon voll angespannt wieder. Kaputt. Kaputt. Okay, was hat es denn nur mit dieser Kiste und diesen ganzen Codes noch auf sich? Ach ja, und die rechte Seite, die möchte ich natürlich auch nochmal ausprobieren. Oh, dass das Bild immer so lange zum Laden braucht, das regt mich voll auf. Kaputt. Kaputt. Kommen wir nicht von hierher? Nee, das ist der Duschraum. Kann man da auch rein? Oh, da kann man auch rein. Hilfe. Oh, was ist das denn hier? Können wir das nicht mit unserer Nadel rausholen, falls wir da nicht rankommen? Da steckt etwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein. Ich komme mit meiner Hand nicht dran. Wenn ich vielleicht irgendein langes, schmales Werkzeug hätte. Ja, haben wir. Habe ich schon direkt gedacht, als ich den Gulli gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob das geht, aber ja. Ja, geht. Sie ist nicht lang genug. Ach, das ist ja doof. Dann kombinieren wir die. Mit was kombinieren wir die denn mal? Mit unserem Ding? Nee. Dem Messer? Nee. Es muss ja irgendwas zum Kombinieren sein. Das hier? Mit dem Haken? Kombination ergibt keinen Sinn. Das ist ja schade. Na, geht das so nicht? Und dann noch das andere Ding dran. Genau, Moment. Dann kann er das so am Zettel festhalten. Verwenden. Wie? Wie jetzt?
Das ist doch super hier. Mach mal. Verwenden. Kombination ergibt keinen Sinn. Warum denn nicht? Dann mach das mal mit dem. Oh, das finde ich jetzt aber doof. Ich meine, das ist ja auch schon ein Schlüssel an sich. Vielleicht doch nicht. Ich dachte, das wäre so ein Zettel, aber es ist ja auch ein Schlüssel. Das ist wie so eine Karte wahrscheinlich. Wo kann ich denn mal diesen vielleicht mit dem Schlüssel einfach nur? Gibt auch keinen Sinn. Wo könnte man denn diesen Haken dranhängen? Falls ihr eine Idee habt, sagt es mir. Das wäre super. An das Foto von ihr, das glaube ich nicht. Es muss irgendwas zum Kombinieren sein. Und das hier kann man halt auch kombinieren. Das ist es halt. Tja, schade. Schade, schade. Jetzt hänge ich hier ab dem Haken, könnte das, was da drin ist, rausholen. Ich nehme mal an, noch einen Schlüssel oder so. Geht aber leider nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier raus, speichere da hinten. Wir sehen uns im nächsten Part. Ja, frisch und munter und mit einer Menge schwieriger Gegner. Bin sogar gestorben in diesem Part, aber was soll's, das gehört dazu. Das macht das Ganze umso schwieriger. Also, bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss!